Der Erste und der Zweite Weltkrieg legten den halben Planeten in Schutt und Asche. Nun werden wieder neue Kriege begonnen oder vorbereitet. In dieser Folge wollen wir uns anschauen, warum die Menschheit wieder mit großen Schritten in Richtung eines neuen Weltkriegs geht und was das mit dem Kapitalismus zu tun hat. Dabei wollen wir uns den Krieg von einer politisch-ökonomischen Seite anschauen und dann noch einen Blick auf die Verhältnisse heute werfen. Bleibt dran! Zeitenwende ist vielen schon bekannt. Diese Zeitenwende hatte Bundeskanzler Scholz ein paar Tage nach der russischen Invasion in die Ukraine eingeläutet. Bis dahin hatte Deutschland ein doppeltes Spiel gespielt, nämlich enge Anbindung an die USA und gleichzeitig enge wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland. Damit sind insbesondere die Gas- und Rohstofflieferungen gemeint. Dieses doppelte Spiel zusammen mit Lohndrückerei und dem riesigen Niedriglohnsektor in Deutschland sorgte für einen enormen wirtschaftlichen Aufstieg der deutschen Konzerne. Die Besonderheit dabei ist, dass Deutschland im Vergleich zu seiner wirtschaftlichen Stärke militärisch immer noch etwas hinterherhinkt und sehr stark von den USA abhängig ist. Der Krieg in der Ukraine machte der herrschenden Klasse in Deutschland einen Strich durch die Rechnung. Mit den billigen Rohstoffen aus Russland konnten sie nicht mehr rechnen. Dies war der Beginn einer neuen Etappe in den Konflikten zwischen den Großmächten der Erde. Für die Regierungskreise im Land war klar, dass für Deutschlands Weg zur Weltmacht eine Militarisierungskampagne von enormem Ausmaß entfesselt werden muss. Finanzminister Lindner sprach davon, dass die Bundeswehr die schlagkräftigste Armee Europas werden soll. Treten wir nun einen Schritt zurück. Was sollen überhaupt all diese Kriege bezwecken, die immer wieder aufflammen? Wer hat ein Interesse an dieser Zerstörung und diesem Blutvergießen? Eine Antwort dafür finden wir, wenn wir uns die ökonomischen Verhältnisse im Kapitalismus anschauen. Denn im Kapitalismus liegt die Ursache für Militarismus und Kriege, ja sogar auch für die Ursache der Weltkriege. Beginnen wir also mit einer kurzen Zusammenfassung des modernen Kapitalismus, also des Imperialismus. Seit der Zeit von Karl Marx hat sich der Kapitalismus immer weiterentwickelt. Während sich früher eine Vielzahl von Unternehmen in Konkurrenz zueinander befunden haben, können wir heute eine immer kleiner werdende Zahl von gigantischen Unternehmen sehen, die sich das gesamte Wirtschaftssystem und auch den Staat unterwerfen. Mit dem Übergang zum 20. Jahrhundert stellte Lenin fest, dass der Kapitalismus eine neue qualitative Stufe erreicht hatte. Zahlreiche Unternehmen sind pleite gegangen und wurden von den größeren aufgekauft und geschluckt. Nun bestimmen die Monopole die gesamte Produktion und das Kapital eines Landes oder sogar einer Weltregion. Diesen Prozess nennt man Zentralisation und Konzentration des Kapitals. Wie Karl Marx schon analysiert hatte, fällt im Kapitalismus die Profitrate tendenziell. Das heißt, je größere Maschinen, je mehr Computer, je größer die Infrastruktur der Unternehmen im Vergleich zu der Menge an ArbeiterInnen, desto kleiner ist die Profitrate, also der Profit pro investiertem Euro oder Dollar. Denn nur aus der Arbeitskraft von Menschen entsteht am Ende mehr Wert, als für sie ausgegeben wurde. Sinkt also ihr Anteil im Vergleich zu Maschinen und so weiter, sinkt der Anteil des produzierten Mehrwerts und damit der Profit. Dieses Gesetz gilt auch im Imperialismus. Um mit diesem Gesetz umzugehen, um also die Profite hochzuhalten und gleichzeitig wirtschaftlich dem Wettbewerb standhalten zu können, nutzen die Monopole ihre Stellung, um auf dem durchschnittlichen Profit etwas aufzuschlagen. Wir nennen das den Maximal- oder Monopolprofit. Das tun die Monopole zum Beispiel über den Staat, beispielsweise mit Abwrackprämien, Euro-Rettungsschirmen, Bankenrettungen, Subventionen und vielem, vielem mehr. Die Monopole unterwerfen sich also nicht nur die Arbeiterinnen und Arbeiter eines Landes oder einer Region, sondern das gesamte Gesellschaftssystem und auch alle kleineren Unternehmen unter ihnen. Alle müssen ein Tribut an die winzig kleine Gruppe an der Spitze des Wirtschaftssystems abgeben, nämlich an die Finanzoligarchie. Ich hatte eben schon erwähnt, dass wir nicht mehr in dem frühen Kapitalismus der freien Konkurrenz leben. Das heißt aber nicht, dass es keine Konkurrenz mehr gäbe oder dass ein einziges Monopol alles steuern würde. Ganz im Gegenteil. Die Konkurrenz besteht auf einer höheren Stufenleiter, in noch verschärfter Form weiter. Nämlich stehen die verschiedenen Monopole konstant in einer feindseligen Konkurrenz zueinander. Trotzdem treffen die Monopolverbände
Abmachungen und Vereinbarungen. Sie teilen sich den Weltmarkt, die Ressourcen und Gebiete untereinander auf, so wie Räuber ihre Beute untereinander teilen. Der jeweilige Anteil wird dabei durch die Kräfteverhältnisse bestimmt. Die Monopole entwickeln sich alle unterschiedlich. Dabei gibt es welche, die aufsteigen und welche, die absteigen. Diese konstante Verschiebung der Kräfteverhältnisse macht früher oder später eine Aufkündigung der alten Vereinbarung und eine neue Verteilung notwendig. Für diesen andauernden Kampf gegeneinander setzen die Monopole friedlichere, also zum Beispiel wirtschaftliche Mittel gegeneinander ein. Das kennen wir beispielsweise von Sanktionen und Subventionen. Sie setzen aber auch kriegerische, militärische Mittel ein. Im Konkreten bedeutet das dann, dass sie das Militär ihrer Staaten schicken, um Territorien einzunehmen, die Bevölkerung dort zu unterwerfen und so zum Beispiel das Einflussgebiet der Konkurrenz mit einem militärischen Schlag einzunehmen. Dabei gibt es Territorien, die durch geografische Lage besonders wichtige Gebiete sind, wie etwa die Ukraine, zu der wir gleich noch kommen werden. Fassen wir aber jetzt erstmal die zentralen Ergebnisse zusammen. Der Kapitalismus hat sich höher entwickelt zum Imperialismus. Hier haben nun die Monopole die Macht. Sie unterwerfen sich die gesamte Gesellschaft und stehen dabei in Konkurrenz zueinander. Diese Konkurrenz tragen sie mit wirtschaftlichen, aber auch mit militärischen Mitteln aus. Dabei schließen die Monopolverbände immer wieder Vereinbarungen, die sie aufkündigen, um dann den neuen Kräfteverhältnissen entsprechend neue Abmachungen zu schließen. Dieser Kampf um Neuaufteilung verläuft immer wieder auch in Form von militärischen Kriegen. Der Krieg ist allgegenwärtiger Bestandteil des Imperialismus. Militärische Kriege sind im Imperialismus Dauerzustand, jedoch manchmal nur auf bestimmte Weltregionen begrenzt. Und ob der Krieg zwischen den großen imperialistischen Mächten vorwiegend militärisch oder politisch-ökonomisch ausgefochten wird, unterscheidet sich je nach Staaten und ihren konkreten Kräfteverhältnissen. Das heißt, imperialistische Kriege treten nicht etwa auf, nur weil der Präsident eines Landes machtgierig ist oder ob der wahnsinnig geworden ist, sind vielmehr die Fortsetzung der imperialistischen Politik mit anderen Mitteln, die sich wiederum aus der Geostrategie der imperialistischen Staaten ergeben. Konkret sehen wir heute, dass es eine kleine Gruppe von Staaten gibt, die so mächtig sind, dass wir sie zu den führenden imperialistischen Staaten zählen können. An der Spitze dieser Staaten stehen selbstverständlich die USA und China, die sich ein Duell um die Weltherrschaft leisten. Darunter finden wir Deutschland, Japan, Russland, Indien, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Zwischen all diesen Staaten gibt es erhebliche Unterschiede, was ihre wirtschaftliche Struktur angeht, ihr Militär, ihre Einflussgebiete und so weiter. Sie alle haben aber eine verhältnismäßig große Zahl an Weltmonopolen, also Monopolen, die auf dem Weltmarkt eine bestimmte Rolle spielen. Sie haben alle auch ein breit aufgestelltes ökonomisches System und eine ökonomische Basis und eine hohe Wirtschaftsleistung. Durch ihre Macht und Festigkeit können diese Länder eine eigene Geostrategie verfolgen, also in der Schlacht um die Welthegemonie mitkämpfen. Aktuell sind aber weiterhin die USA und China die Hauptkontrahenten in diesem Kampf. Bereits seit 2014 findet im Südosten der Ukraine ein offener Krieg statt. Zugleich gehört die niedrigschwellige, hybride Kriegsführung schon seit vielen Jahren zum Alltag im Kampf zwischen den verschiedenen Mächten. Gegenseitige Sanktionen, Handelskriege, Cyberattacken, Desinformationskampagnen und bewaffnete Aktionen bis hin zur Sprengung von kritischer Infrastruktur wie Pipelines sind schon lange die Mittel des niederschwelligen Krieges zwischen den Imperialisten. Die Ukraine ist einer der Schlüsselstaaten im Kampf der großen imperialistischen Mächte heute. Für die russische Geostrategie ist die Ukraine ein Land von zentraler Bedeutung. Zum einen verfügt Russland am Schwarzen Meer über Warmwasserhäfen, die im Gegensatz zu den Häfen an der eigenen Küste ganzjährig nutzbar sind. Darüber hinaus ist die Ukraine ein wichtiger Lieferant landwirtschaftlicher Produkte. Auch aus militärischer Sicht ist die Geografie der Ukraine für Russland wichtig. Das Land liegt in der osteuropäischen Ebene und ist weitgehend flach. Es weist kaum natürliche Barrieren auf, die einen Angriff von Westen aus verzögern könnten. Es ist klar, dass Putins Gerede von einer Denazifizierung der Ukraine lediglich eine politische Rechtfertigung sein sollte. Dahinter verbergen sich die geostrategischen Interessen, die nun mit kriegerischen Mitteln durchgesetzt werden sollen.
Dasselbe gilt auch für die Unterstützer aus dem Westen. Die Ukraine wird nicht aus Liebe zur Demokratie und Menschenwürde bis an die Zähne bewaffnet und mit Dollar, Euro und Pfund ausgestattet. Auch hier geht es um geostrategische Interessen der verschiedenen Mächte. Wichtig ist, dass wir bei all den gefühlsgeladenen Reden, ob von Baerbock oder Steinmeier oder wem auch immer, die Ursachen und die Gründe für Kriege im Kopf behalten. Der Ukraine-Krieg ist ein Krieg zwischen imperialistischen Mächten um die Kontrolle über eine Neokolonie und eines geostrategischen Knotenpunktes. Es ist kein antifaschistischer Krieg, es ist kein Befreiungskrieg oder was uns sonst noch aufgetischt wird. Letztendlich ist es ein Krieg zwischen den Räuberbanden, die sich ihre Beute aufteilen, auf Kosten der Bevölkerung vor Ort. Der offene Krieg in der Ukraine hat weite Teile der politischen Widerstandsbewegung und der linken Bewegung in Deutschland, aber auch international, in eine noch tiefere Krise gestürzt und zu vielen Umbrüchen geführt. Seit einem Jahr sehen wir, wie sich die reformistischen und pazifistischen Kräfte an die Seite des deutschen Imperialismus stellen und jede neue Eskalation und Waffenlieferung Deutschlands an die Ukraine abfeiern. Auf der anderen Seite sehen wir das revisionistische Lager, das sich zum Sprachrohr und Unterstützer des russischen Imperialismus macht. Dabei werden die größten Rivalen der verschiedenen westlichen imperialistischen Mächte zu vermeintlich schwächeren, friedlicheren oder defensiv handelnden Ländern verklärt. Zum Teil wird gleich ihr gesamter imperialistischer Charakter und ihre Rolle im imperialistischen Weltsystem geleugnet. Wie bei den beiden Weltkriegen, die im Interesse der Monopole entfacht worden sind, verliert hier nur die Bevölkerung, die Arbeiterinnen und Arbeiter. In all diesen Kriegen um die Neuverteilung können wir nur verlieren. Letztendlich heißt das für uns, dass wir uns gegen diese imperialistischen Kriege stellen müssen. Wir können heute noch nicht genau sagen, wann genau ein dritter Weltkrieg ausbrechen wird. Was wir aber sehen, sind konkrete Vorbereitungen für einen solchen neuen großen Krieg. In diesen Zeiten dürfen wir uns nicht auf die Seite des einen oder des anderen Imperialisten schlagen, sondern müssen am Aufbau einer starken, antimilitärischen Bewegung arbeiten, die mit allen Mitteln für die Interessen der Arbeiterinnenklasse kämpft.